sagen, ich bin Gustl Mollert. Freiheit für mich. Kennt ihr die Aktion Ich bin Gustl Mollert? Viele Menschen Fotos gemacht von sich und gesagt, ich bin Gustl Mollert. Und ich freue mich so, dass wir heute ein Baby haben. Und das Baby sagt, in Gustl Mollerts Namen, Freiheit für Gustl. Ich war bei der Demo dabei. Ich bin Gustl Mollert. Danke. Ich mach's auch kürzer. Protokollieren heißt heute die Videoaufnahme. Gerichtsverhandlungen sind öffentlich, also muss das möglich sein. Ist völlig klar. Nur wer was verheimlichen will, findet da keine Möglichkeit. Der dritte Abschnitt unserer Willenserklärung betrifft die gegen die Willkür in der Psychiatrie. Ich möchte mal ein Wort für kluge, humane Psychiater loswerden. Es verbietet sich an dieser Stelle, so schwierig die Psychiatrie sein mag, und viele Gebiete in der Wissenschaft und in der Kunst und was sage ich, sind alle schwierig. Aber es gibt Psychiater, die auf Zwangsmaßnahmen und auf Medikamente, weil sie nämlich nicht von der Pharmaindustrie gesponsert sind, verzichten. Ich habe in meinem Blog geschrieben von Dr. Zinkler in Heidenheim, der sich gegen den Beschluss, da war er noch nicht gefasst, des Bundestags gewendet hat, der wieder Zwangsbehandlungen ermöglicht hat, im Dezember gefasst worden. Er hat vorher einen Brief dagegen geschrieben und das steht im, kann man im Blog nachlesen. Und Dr. Zinkler, der Chefarzt in der Psychiatrie dort ist, der schreibt, dass die psychiatrische Behandlung dringend weiterentwickelt werden muss und zwar nicht mit Hilfe der Pharmaindustrie, sondern dass die Psychiatrie-Erfahrenen einbezogen werden sollen und dass der Rechtsstatus, das finde ich ganz wichtig, der Rechtsschutz von Menschen, die in psychiatrischer Behandlung sind, muss gewährleistet sein. Begutachtungen nach Aktenlage darf es überhaupt nicht geben. Es kann nur sein, dass Begutachtungen sind nur zulässig, wenn der Betroffene bereit ist dazu, wenn er sich einen Sinn darin sieht. Genau wie Gustl, der nämlich nicht grundsätzlich immer nur sagt, ich bin dagegen, der sehr wohl auch bereit ist, wenn er einen Sinn darin sieht. Das muss möglich sein. Das steht in unserer Willenserklärung. Seid ihr damit einverstanden? Ja.